Das Architekturzentrum ist immer bestrebt, Positionen zu präsentieren, die ganz besondere Wege gehen, die eigenständig sind, die besondere Merkmale vorweisen. Und so wie vor einem halben Jahr die Ausstellung über Alexander Brodsky eine solche war, ist auch Glenn Murcutt eine herausstehende Persönlichkeit und viel zu wenig beachtet in Europa, trotzdem er eben 2002 den Pritzker-Preis gewonnen hat. Er ist seit 40 Jahren mit seiner Architektur, mit seiner Formensprache, mit seiner Verbundenheit mit der Natur ein Wegbereiter der heutigen Nachhaltigkeitsdebatte. Architecture is about the rigor, the discipline, the use of materials, and today it's about a responsible use of materials, to understand materials in terms of their energy consumption, to understand a way of putting them together, that you can retrieve them, which is environmental consideration, where you don't lose it forever, because we know buildings change. They change over time. And in that change, to be able to retrieve that material and use it again is very, very economical. It's also very decent behavior on the planet. Glenn Murcutts Ansatz für einen Entwurf geht immer von der Natur aus, wobei er die Natur nicht immer nur als positiv sieht, sondern durchaus auch die Gefahren in ihr kennt. Er sagt, Architektur bietet Schutzraum für Menschen und darf aber die Natur sozusagen nicht beeinträchtigen, sondern es muss ein Gesamtwerk entstehen. Natur und Architektur müssen ineinander übergehen. Und dementsprechend entwickelt er seine Bauwerke auch, indem er ganz, ganz präzise Naturanalysen betreibt. Also ein wichtiger Teil ist ja die Standortwahl. Da kann es auch sein, dass er Tage dort verbringt und den Tagesablauf beobachtet, das Klima, die geologischen Gegebenheiten, um dann erst einmal zu entscheiden, wo das Gebäude stehen muss. Glenn Murcutts Architektur ist ja sehr, sehr geradlinig, sehr puristisch, könnte man geradezu sagen, und dabei immer ein Gesamtwerk, weil das Äußere und das Innere und das Detail alles ineinander überfließt. Er arbeitet mit natürlichen Materialien wie Holz, also Dinge, die er vor Ort vorfindet, aber auch mit Wellblech, mit eigentlich minderwertigen Baumaterialien. Er agiert sehr viel mit Fertigteilen, mit Modulen, die er im Baumarkt bekommt. Und um intelligente Lösungen zu schaffen, formt er diese um. Er hat zwei Typologien, würde ich sagen, von Gebäuden. Das sind einmal diese Gebäude, die auf der weiten, leeren Fläche gebaut sind, die sich wunderbar in die Landschaft einfügen, die so orientiert sind, dass sowohl im Innenraum für den Nutzer die optimalen Lebensbedingungen hergestellt werden, also die optimalen Lichtverhältnisse, der optimale Ausblick etc. Und dann hat er auch noch seine Stadthäuser, die ganz unterschiedlich sind und dann auch wieder nicht. Was auch noch sehr bemerkenswert ist, sind seine langgestreckten Baukörper mit sehr, sehr langen Wegen, die er dadurch schafft, die aber immer Übergänge zwischen dem Innen und dem Außen schaffen. Interessant sind auch seine Fensteröffnungen. Er arbeitet sehr viel mit unterschiedlichen Lichtstimmungen, die er innerhalb des Hauses kreiert.
Was auch verbindend ist zwischen den Stadthäusern und diesen ländlichen Bauten, das sind oftmals diese Wasserbecken. Im Stadthaus mag das ein Swimmingpool sein. Im ländlichen Bereich haben diese Wasserbecken ganz andere Funktionen zu erfüllen. Einerseits bringen sie wunderbare Lichtsituationen ins Gebäude. Sie kühlen natürlich das System ab, aber auch zum Beispiel, wenn ein Buschfeuer kommt, dann kann man damit die Sprinkleranlagen speisen. Also die Ausstellung ist eine Wanderausstellung, daher sehr, mit sehr simplen Materialien oder umgesetzt. Und man konzentriert sich, so wie auch das Werk von Claire Mercat, auf seine Wohnbauten. Also es sind 6 Einfamilienhäuser exemplarisch gezeigt, unter anderem auch mit Modellen, sehr schönen Modellen. Und ein größeres Projekt, das Arthur & Boyd Art Center, weil das auch viele Preise bekommen hat, ist auch zu sehen. Die Ausstellung arbeitet mit seinen Plänen und Skizzen. Wenn Claire Mercat ein Projekt fertigstellt, dann bleiben im Prinzip 4 A2-Zetteln über. Auf einem A2-Zettel sind alle Grundrisse und Schnitte im Maßstab 1 zu 100. Und die weiteren Pläne sind dann Ausführungs- und Detailpläne. Und also viel von diesem Material ist in der Ausstellung zu sehen, weil nachdem er ja ohne Computer arbeitet, alles handschriftlich macht, sind seine Pläne über und über beschriftet mit Angaben, mit Erklärungen. Und das ist einfach ein ganz wesentlicher Teil seiner Arbeit. Und die wird in dieser Ausstellung auch transportiert. I don't feel I've designed any of these things. It's a very odd feeling. It's not a case of I suppose it's a bit like when you have children, you say, how did this ever happen?